erstens einmal bin ich engagiert worden. Zweitens einmal sind meine Kinder Friesacher und ich habe dadurch eine Beziehung auch zu Friesach. Und drittens reizt mich einfach die Herausforderung. Ich habe Eberndorfer Sommerspiele, Südkärntner Sommerspiele schon gemacht. Ich habe in Porzia mitgespielt, jetzt fehlt mir noch Friesach als dritte große Sommerspiel. Ausgewählt hat den Power als Millionär der neue Regisseur am Petersberg, der eine Menge Erfahrung mit Amateurtheatern mitbringt. Man kann sieht dann erst bei den Proben, wie man die einzelnen Schauspieler behandeln muss, wie man einen fordern muss, ob man den einen ein bisschen schimpfen muss und den anderen muss man in Ruhe lassen eine Zeit. Das ist eine Sache der Psychologie, dass bis man die Leute kennenlernt und irgendwann hat man es dann so weit, wie man es haben möchte, hoffentlich jedenfalls. Es gibt kein schöneres Gefühl, als einen Erfolg zu haben. Man hat so gearbeitet, dass es dem Publikum gefallen hat und um das geht es letzten Endes. Wir wollen also auch im nächsten Jahr, so wie heuer, einen österreichischen Autor bringen. Wir haben nächstes Jahr Lumbazi Vagabundus von Nestroy mit einem sehr aufwendigen Bühnenbild und mit sehr vielen Mitwirkenden und Live-Musik. Wir wollen in die Stadt marschieren und drinnen unser Glück probieren. Wird der halbe gemischt? Ist das eher nicht Rocherlokal? Absolut. Ich sage, zufrieden muss hauptsächlich das Publikum sein und ich glaube, die waren wirklich zufrieden. Mit Standing Ovations kann man nichts anderes sagen.